Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute möchte ich euch gerne einen Füller zeigen, den ich euch letztens erst angekündigt habe. Ich habe ihn nagelneu gekauft gehabt, weil er mir irgendwie gefallen hat und weil ich mal ausprobieren wollte, weil ich weil ich mich auch gerne mal so ein bisschen anstecken lasse durch Reviews von anderen YouTubern. Und AZ Lee hat sich da schwer ins Zeug gelegt, mir diesen Füller anzudrehen. Und zwar ist das der Faber-Castell Ambition. Den Ambition gibt es in mehreren Varianten. Einmal aus Stahl, also aus einem Metallkorpus. Dann aus Birnenholz gibt es einen, aus Kokosnuss, aus Carbon, meine ich auch, mit verschiedenen Mustern hier drauf. Und hier in dieser ja klassischen Version mit dem schwarzen Kunststoff. Dieser schwarze Kunststoff erinnert so ein bisschen an den, also an das an dieses Makrolon, ne, vom Lamy 2000, ist aber doch irgendwie anders, ja. Der Füller, der ist sehr klassisch gehalten, beziehungsweise sehr ja, elegant. Das Design von Faber-Castell-Füllern ist allgemein immer sehr gewöhnungsbedürftig. Ja? Also jemand, der zum Beispiel also eher klassischere Füller mag, der mag den, also der mag Faber-Castell-Füller in der Regel eher nicht, weil die vom Design her sehr modern sind. Und was man auch sieht hier am Faber-Castell, Essentio, ja, der ist auch nicht jedermanns Sache. Mir persönlich, mir gefällt er. Aber ist halt immer alles Geschmackssache, ne? So, wir haben hier auf der Kappe, da ist jetzt nichts drauf, das ist blank geblieben, was auch ganz gut aussieht, wie ich finde. Der Clip, der wirkt sehr, sehr, sehr klein, ist aber auch funktional, ja. Er ist zwar gefedert, ja, aber meiner Meinung nach, man braucht schon so ein bisschen Kraftaufwand. Also, wenn ich jetzt rede von Kraftaufwand, heißt es jetzt nicht, dass man vorher ins Fitnessstudio muss, um den Füller bedienen zu können, ja, sondern einfach, es ist ein bisschen mehr kraftaufwendig, als man es vielleicht gewöhnt ist. Ja, zumindest hier an dieser Stelle, wo der Clip hier auf die Kappe auftrifft, ja. Wenn man das aber jetzt so mit den Fingern so spreizt, dann geht das ohne Probleme, ganz, ganz schnell. Ja, ich finde, die Kappe ist im Verhältnis zum Füller recht kurz. Ja, und wenn man den, also man braucht ein gewisses Maß an Kraft, wenn man wenn man die Kappe abnehmen möchte, ja, drauf geht ganz schnell, ja, da hört man auch dieses klickende Geräusch, ja, dieses, ja, kann unter Umständen laut sein, kann unter Umständen nerven, muss jeder für sich selber entscheiden, aber wenn man jetzt hier, sagen wir mal, mit den zwei Händen so ziehen möchte, man läuft schon sehr Gefahr, dem Nebenmann eine runterzuhauen, ne? Wenn man dann so batsch, also wenn man zu viel Kraft aufwendet. Von daher ist es immer besser, bei diesem Füller immer so diese Taktik hier, diese Technik hier anzuwenden, damit auch nichts passieren kann. Der Ambition ist ja bekannt dafür, für seine sehr, sehr kurze Sektion. Ja, jemand, der generell immer die Finger ganz vorne an der Sektion hat, würde ich jetzt persönlich sagen, für den ist der Füller nix. Ja, weil dadurch, dass halt hier diese Kanten hier sind, nur ganz, ganz leicht entgratet, fühlt sich der Füller in der Hand sehr unbequem an. Es ist eher so ein Füller, den man eher so hier greift, ne? Also schon mittlerweile, also eher so auf dem Body die Finger Platz nimmt, dann kann man auch wunderbar auch schreiben. Allerdings wirkt der Füller dadurch auch ein bisschen kurz, ne? Also ihr seht es, ich habe jetzt nicht die kleinsten Hände, nicht die allergrößten Hände, aber natürlich, man kann die Kappe auch aufstecken. Dadurch, dass die Kappe aber aus Metall ist, ja, hat sie so ein bisschen Gewicht, ne? Und wenn man die Kappe hier hinten dran macht, ne, was ganz einfach geht, ne, weil dieser Mechanismus hier, das passt, ne, rastet auch ein. Ja, es dreht sich dann zwar, aber es ist fest, ne? Also es fällt nicht runter, ne? Es ist sicher. Ja,
Wenn man den Füller dann so quasi benutzt, hat man natürlich mehr Handlungsspielraum, was die Position angeht, ja. Aber ne, ist ein bisschen schwer, ne? Verändert natürlich auch die Balance des Füllers so ein bisschen, ja. Muss man gucken, ob man sowas mag. Wenn ich mit dem Füller schreibe, dann auch eher mit aufgesteckter Kappe, einfach weil ich greife den Füller niemals hier vorne, sondern immer nur hier auf dem Korpus, weil ansonsten hier ist ja kaum Platz. Ja, also man muss ja mini Finger haben, damit man da überhaupt mit den Fingern drauf Platz nehmen kann. Ja, von daher ist anders da wie beim, wo ist er jetzt schon wieder hin? Da ist er. Anders wie beim Essential, wo ich hier diese klare, definierte, auch dafür ausgelegte Grifffläche habe. Ja, das haben wir beim Ambition hier nicht. Die Feder ist herausschraubbar. Ja, das mache ich jetzt in dem Fall nicht, weil hier schon Tinte drin ist. Ja, ich habe auch schon gemerkt, man muss, wenn man das jetzt, ja, also so würde man quasi dann Tinte nachfüllen, indem man das ganze Ding dann hier rausnimmt, ne? Weil hier vorne, das ist dann, hier wird herausgeschraubt. Ich habe jetzt hier einen Konverter von online drin, ja, gar nicht mal so schlecht. Aber diese Sektion neigt relativ schnell dazu, sich zu entschrauben. Ja, also es wird sehr, sehr schnell lose, sehr, sehr schnell locker. Und da muss man schauen, dass man das mit einem so hohen Kraftaufwand aufschraubt, dass da jetzt nichts passieren kann. Die Feder. Ich habe ja hier noch den Ambition. Ach Quatsch, den Essential. Ich habe auf beiden Füllern eine Faber-Castell Medium Feder. Ja, und habe trotzdem das Gefühl, dass bei der rechten, also bei der hier, die auf dem Essential drauf ist, die schreibt ein bisschen breiter, ein bisschen flüssiger, ein bisschen nasser, ja. Während die Faber-Castell Ambition Feder, ja, sind eigentlich im Prinzip die gleichen. Also man merkt schon, aus dem gleichen Hause kommen sie, aber beide schreiben völlig anders, ne? Auch gut, aber anders. Ne? Gibt Feedback, kein Kratzen, aber Feedback, ja. Und das zeige ich euch jetzt auch gerne mal. Ja. So, das ist der. Faber-Castell Ambition. Ich habe eine Medium-Feder drauf, ja. Eine Medium-Stahl-Feder. Die Tinte, das ist eine von den geliehenen, die ich jetzt reviewen werde demnächst. Das ist Rohre und Klingner Leipziger Schwarz. Ja, und ja, ein kleiner Testsatz. Nichts Spektakuläres. Also man sieht, absolut keine Aussetzer. Ja, vor allem nicht mit einer gut fließenden Tinte. Und Leipziger Schwarz empfinde ich als gut fließende Tinte. Ja. Was mir aber auch aufgefallen ist, zumindest bei dieser Ambition Stahlfeder, ist, dass sie relativ weich ist. Ja. Also man bekommt hier ein ganz kleines, also so ein bisschen an Flex heraus. Ja, ob man das jetzt braucht, muss jeder für sich selber jetzt wissen, ja. Aber mit einer Stahlfeder, das funktioniert einwandfrei. Ja, ist von der Nässe her moderat, würde ich sagen. Ja, so ein Standardmaß, ja. Und kann man nichts anderes sagen. Also ich finde den Füller an sich, also für jemanden, der den Füller vom Design her mag, ja, also wer das Design her mag, der wird
Der wird damit seine Freude haben, definitiv. Für alle anderen Design-Muffel, die eher so auf klassische Designs bauen, für die ist der Füller nichts. Ne? Das habe ich ja schon gemerkt bei meinem Review vom Tamizio und vom Gulosch, Faber-Castell Gulosch. Da gab es viele, viele Kommentare, die besagt haben, ihnen gefällt das Design nicht, ist auch okay, ist nicht jedermanns Sache. Und mal so im Vergleich, Größenvergleich. Wo habe ich schon wieder hin? Eieiei, da ist er. So, also im direkten Vergleich mit dem Faber-Castell Essentio. Twisby Eco. Was habe ich hier noch rumliegen? Lamy All-Star und Lamy 2000, ja, also von der Größe her überschaubar, also alles so in einem Standardfüllergrößen Rahmen verglichen jetzt mal mit einem Pelikan M1000 oder mit einem Visconti Homo sapien oder mit einem Caveco Supra oder was habe ich hier rumliegen? Cross Star Wars R2D2. Ja, also man merkt, ist nicht so der kleinste, aber auch nicht der größte. Ja, und ich bin jetzt letztens gebeten worden, mal auch mal so einen kleinen Vergleich zu zeigen, was die Federgrößen angeht. Ja, ist schwierig, weil ich jetzt keine direkte, nicht so eine Auflagefläche habe. Ja, dennoch werde ich es versuchen. Zumindest mit ein paar Füllern. Ja. Also verglichen mit dem Lamy All-Star, Twisby Eco, Lamy 2000 mache ich nicht, ist Quatsch. Vielleicht noch mit dem Caveco Super. Und ja, warum nicht? Komm, hier der Pelikan M1000. Ja, also ist das jetzt so vom Federgrößenvergleich her so, wie es gewünscht ist? Ja, da hat jemand in einem meiner letzten Videos kommentiert, er würde das gerne so auch mal so haben, dass man die Federn direkt von der Größe vergleicht. Derjenige, ich weiß nicht mehr genau, wer es gewesen ist, aber derjenige, der es gewesen ist, wenn er dieses Video sieht, bitte mal kommentieren, ist das jetzt so in dem Stile, wie du es jetzt gerne hättest? So. Ansonsten, jetzt mal wieder alle Füller hier zuschrauben. Gucken, dass ich nicht die falschen Kappen drauf mache. Und zu guter Letzt natürlich auch noch ein Tintenvergleich. Da war ja drin, Rohrer und Klingner Leipziger Schwarz ist halt schwarz. Was soll ich sagen? Ne? Also ich bin nicht so der große Schwarz-Fan, aber Schwarz geht auch mal. Ja. Verglichen mit Waldman Precieux 2000 Black. Verglichen mit Lamy Obsidian. Verglichen mit Super 5 Darmstadt Black. Verglichen mit Mont Blanc Mystery Black. Verglichen mit Herbin Pearl Noir. Und verglichen mit einer Tinte, die jetzt auch noch demnächst kommen wird. Standard Graf Kohlen Schwarz. Ja, Schwarz ist Schwarz, auch wenn es da verschiedene Farbunterschiede untereinander gibt. Ja, aber Schwarz ist Schwarz. Schwarz ist keine Tintenfarbe für mich, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay, Freunde. Also dann, dann bin ich auch schon wieder am Ende für heute mit dem Review vom Faber-Castell Ambition. Guter Füller, schöner Füller, nicht der allerbilligste, aber auch nur vom Design her für die Leute, die gedacht oder gemacht, die mal von der klassischen Design-Ästhetik
Variante, Pelikan, Lamy etc. weg wollen. Und ja, empfehlen kann ich den Füller schon, wenn man jetzt dieses Problem mit der kurzen Sektion hier löst, wenn es kein Problem darstellt, das ist ein super guter Füller. Ja, von daher bedingte Kaufempfehlung, nur weil er nicht für jeden Mann gedacht ist. Okay, Freunde, das war schon wieder für heute. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten auch gerne ein Like da lassen, freue ich mich immer. Besucht mich auch gerne auch auf Instagram. Ist verlinkt in der Beschreibung unten verlinkt. Ja, ansonsten bis zum nächsten Review. Bis bald und ciao.